Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich gern ein Buch vorstellen, was ich jetzt schon zum zweiten Mal gelesen habe. Und es ist das Buch Denken von Stanislas Dehaene. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist ein französischer Neurowissenschaftler und in dem Buch geht es um das Bewusstsein. Ja, Bewusstseinsforschung ist mega interessant. Aber man muss auch zugeben, dass diese Bewusstseinsforschung noch relativ am Anfang ist und noch nicht so ein wirklich gutes Verständnis davon hat, was Bewusstsein überhaupt ist und was es nicht ist. Und es ist eines von den Büchern, also man hört ja oft, ja gerade so aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene, wo ich mich eigentlich nicht so dazu zähle, aber da hört man ja immer so, ja, man muss Wissen auch anwenden können. Ja? Also Wissen, das man nicht anwenden kann, ist nicht nützlich, sollte man nicht wissen oder so. Ne? Und dieses Buch, da ist eigentlich kaum was drin, was man anwenden kann. Ja? Das ist mehr so ein Theorie-Verständnis-Buch. Aber ich mag solche Bücher eigentlich ganz gerne, weil zum einen haben sie natürlich die Funktion, ja, sie schulen halt das Denken. Also einfach über ja, das Denken nachzudenken ist super hilfreich, ja, um sich selber zu verstehen und so weiter. Und dann ist es halt auch einfach, ja, einfach eine gute Übung, ja, um einfach Sachen besser zu verstehen. Und ja, vielleicht wendet man es dann doch irgendwie an, ja, nur nicht auf so eine direkte Art und Weise, wie das vielleicht bei anderen Selbsthilfebüchern der Fall ist. Und ich habe so ein, also ich kann jetzt nicht das ganze Buch wiedergeben. Das ist sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen? Da steht halt super viel drin, ja, und man kann auch nicht da jetzt einzelne Sachen so rauspicken und sagen, Fakt 1, Fakt 2, Fakt 3, sondern das ist halt wie so eine lange, lange Geschichte, wo alles mehr oder weniger zusammenhängt. Aber ich habe mir trotzdem so ein paar Sachen rausgeschrieben hier auf den Zettel und wollte da gern drüber reden. Und eine Sache ist halt, man kann ja unseren Geist mehr oder weniger aufteilen oder die Gehirnfunktion, ja, in bewusst und unbewusst. Und das, was wir das Bewusstsein, ja, damit sehen wir die Welt, wir kennen uns damit aus mit dem Bewusstsein, da reden wir alle so ein bisschen vom Gleichen, wenn wir davon reden. Aber das Unterbewusste, das ist halt so ein bisschen so ein Mysterium auch, ja. Man hört oft, dass ja, Bewusste und Unterbewusste verhält sich wie so ein Eisberg, ja, nur so ein bisschen ragt über die Oberfläche raus. Das ist das Bewusstsein und das Unterbewusstsein ist halt so ein Riesenapparat. Und ja, weil man wirklich nicht so genau weiß, auch was das Unterbewusstsein alles macht, weil ja, per Definition kriegt man davon ja nicht besonders viel mit. Kann man dann natürlich auch sehr, sehr viel reindichten, ja. Und es hat auch so ein bisschen für manche Leute, glaube ich, so ein Religionsersatz, ja, wo man so, naja, wie auch immer. Will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, will auch niemanden zu nahe treten und wer da jetzt halt eben das Unterbewusstsein als sowas Allwissendes und Perfektes sehen will, was einem das Leben, ja, leichter machen kann, ist ja auch alles okay. Auf jeden Fall, ich halte mich da jetzt mal so ein bisschen an dem Buch. Und da wird jetzt halt das, ja, Verhältnis zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein eben auch erklärt. Und was ich interessant finde, ist, also das Bewusstsein, ja, das hinkt der Realität um etwa eine Drittelsekunde hinterher. Ja, das Buch vertritt halt die These, dass das Bewusstsein vom Gehirn erzeugt wird und dass das Unterbewusste halt erstmal eine Drittelsekunde ungefähr braucht, um das Bewusstsein zu erzeugen für den Moment, ja. Und deswegen hinkt uns das Bewusstsein halt so um eine Drittelsekunde etwa hinterher. Das Gehirn versucht aber, die Zukunft vorherzusehen und damit diese Drittelsekunde auszugleichen. Ja? Und
Der wichtigste Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ist halt der, dass das Bewusstsein immer nur eine Realität wahrnimmt. Ja, wir haben jetzt eine Realität. Also ich sitze hier auf dem Stuhl, da ist die Kamera, hier ist der Zettel, es ist, keine Ahnung, 17 Uhr. Das ist die Realität. Eine Realität. Aber das Unterbewusstsein, das hat viele Realitäten. Also es gibt im Unterbewusstsein mehrere Realitäten und die wahrscheinlichste Realität, die erhält das Bewusstsein. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es gibt da ein ganz interessantes Beispiel, wo man das dran merkt. Oder nicht, wo man es dran merkt, aber wie man das auch verdeutlichen kann. Und das ist Schätzen. Es gibt im Fernsehen manchmal, gab es zumindest mal, das hieß irgendwie, oh, die Intelligenz der Massen oder so. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber auf jeden Fall, das war so eine Sendung. Da hat man, ich glaube, es war ein großes Glas mit Münzen gezeigt. Und die Frage war, wie viel Geld ist da drin? Ja, und dann hat man einzelne Leute gefragt, wie viel Geld da drin ist. Und die haben dann eine Zahl genannt, ja, die meistens zu hoch, zu niedrig war. Und dann hat man die ganzen Zahlen alle genommen und gemittelt. Ja, und der Mittelwert, der war relativ gut am exakten Wert. Ja. Und der Herr DHN, der das Buch geschrieben hat, der sagt im Grunde, dass wir das auch mit uns selber alleine machen können. Ja, also quasi. Wenn wir so ein Glas sehen mit Geld, unser Unterbewusstsein ist sehr gut da drin, das zu schätzen. Aber es macht so eine Verteilung der Schätzwerte, sage ich mal, ja. Und gibt dem Bewusstsein einen Wert aus dieser Verteilung. Und wenn wir jetzt aber mehrmals schätzen, kriegen wir immer einen anderen Wert. Und wenn wir das dann alles mitteln, dann ist dieser Wert relativ nah am richtigen Wert. Ja, das heißt, wir können dieses Experiment, was da im Fernsehen mit vielen, vielen verschiedenen Leuten durchgeführt wurde, auch selber machen, an uns selber. Ja, also wir selber können quasi diese verschiedenen Leute sein und mehrmals schätzen und dann die Schätzwerte mitteln und erhalten dann halt einen relativ guten Wert. Also das fand ich sehr interessant. Das Unterbewusstsein kann also relativ viel, aber es ist halt auch sehr reflexartig und mechanisch und es gibt manche Sachen, die es nicht kann. Zum Beispiel Kopfrechnen, ja, zum Beispiel sowas wie 13 mal 12. Das geht nicht, das kann das Unterbewusstsein nicht. Das müssen wir bewusst machen. Ja, das Unterbewusstsein, das kann keine Algorithmen. Ja, weil um 13 mal 12 zu rechnen, da gehen wir ja so algorithmisch vor. Also wir würden ja jetzt zum Beispiel die Rechnung aufteilen, ja, in zum Beispiel 10 mal 12 plus 3 mal 12, ja. Und dann würden wir das addieren, also mehrere Rechenschritte. Aber sowas kann das Unterbewusstsein nicht. Ja, und das ist halt auch die Frage, wofür braucht das Gehirn das Unterbewusstsein? Wofür braucht es überhaupt das Bewusstsein? Und da ist halt die Vermutung, ja, die in dem Buch vertreten wird, dass das Bewusstsein gebraucht wird, um die Vorschläge des Unterbewusstseins zu gewichten, ja, und weiterzuleiten. Also, wir würden jetzt zum Beispiel bei dieser 13 mal 12 Aufgabe, ja, wir rechnen jetzt erst 10 mal 12. Das kann das Unterbewusstsein. Da spuckt es dann die Zahl 120 raus. Ja, weil das haben wir in der Schule gelernt oder wie auch immer auf jeden Fall, dass das funktioniert. Ja, und für die einzelnen Teilschritte, da spuckt das Unterbewusstsein eben die richtige Lösung aus. Das heißt, wir müssen halt, also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so eine Fabrik, ja, wo es, oder eine Werkstatt, wo es verschiedene Maschinen gibt. Ja, es gibt eine Bohrmaschine, irgendwie so eine Schleifmaschine oder so. Und wir können diese ganzen Maschinen benutzen, aber um jetzt irgendwie was Komplexes zu machen, irgendwie so ein Bauteil herzustellen, müssen wir dieses Bauteil in die verschiedenen Maschinen so einspannen. Und das ist halt die Aufgabe des Bewusstseins.
Ja, also quasi so die unterbewussten Prozesse zu managen. Was das Bewusstsein auch kann, ist simulieren. Ja, also wir können uns so die Zukunft simulieren, indem wir uns einfach so vorstellen, was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn ich jetzt aus dem Fenster springen würde, zum Beispiel? Ja, und dann ja, kommt halt raus, sowieso. Ja, wer Aua wird wehtun, draußen ist kalt, keine gute Idee. Ja, und solche Sachen. Also, sowas kann das Bewusstsein auch. Also, wir können quasi so Handlungen simulieren, ohne sie auszuführen. Ja, indem wir quasi so fiktiv das Bauteil in so eine Maschine reinhalten, mehr oder weniger. Okay. Dann ist es auch so, das Bewusstsein sieht halt auch nur so eine Realität und auch nur einen Ausschnitt aus dieser Realität, je nachdem, wo wir halt so hinschauen. Ja, aber das Unterbewusstsein nimmt halt sehr, 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 sehr viel mehr wahr. Und dann gibt es auch ein ganz cooles Experiment, was das zeigt, oder nicht ein Experiment, aber so ein Phänomen, das ist der Cocktail-Party-Effekt. Also wenn wir irgendwie auf so einer Party sind, sag ich mal, ja, und wir unterhalten uns da und um uns rum ist nur so Stimmengewirr, aber wenn dann jemand unseren Namen nennt, irgendwo, ja, ein paar Gespräche weiter, wo wir eigentlich so von dem Gespräch gar nichts mitgekriegt haben, auf einmal, düdüm, Aufmerksamkeit, wir hören den Namen, ja, und das ist halt so der Beweis, dass das Unterbewusstsein im Grunde genommen diese ganzen Gespräche alle mithört, ja, und sie aber ausblendet aus unserem Bewusstsein, ja. Das heißt, dass das Unterbewusste kriegt halt viel, viel, viel mehr mit, als das Bewusstsein letztendlich mitkriegt. Und was wir bewusst sehen, so als Bild mit Ton und so, das ist nur ein stark berechnetes und bearbeitetes Bild auch. Ja, also zum Beispiel mit dem Sehen ist es ja so, wir sehen alles relativ klar, ja, ohne Bildfehler und so. Aber die Informationen aus den Augen, ja, die müssten sehr viele Fehler enthalten. Zum Beispiel müssten wir eigentlich in der Mitte so einen blinden Fleck haben, weil da ist halt, ja, da sind halt keine Sinneszellen im Auge, sondern da ist der Sehnerv und da sehen wir halt eigentlich nichts. Aber unsere Augen, die zittern halt so hin und her. Außerdem haben wir zwei und somit kann das Gehirn dann eben ja quasi das Bild berechnen ohne Bildstörungen. Ja, auch Adern, wir haben irgendwie Äderchen und so weiter, die müssten wir eigentlich auch alle sehen, aber sehen wir halt nicht, ja. Und die Frage ist halt, wie wird diese Auswahl getroffen? Also wie, ja, wie entscheidet das Gehirn, welche Sachen bewusst werden und welche nicht? Und das wird zu großen Teilen auch von unseren Zielen bestimmt. Ja, was wir im Leben so anstreben. Da gibt es auch das, also selektive Wahrnehmung nennt sich das. Da gibt es auch so das Phänomen, das immer als Beispiel genannt wird, deswegen bringe ich das jetzt auch. Wenn man jetzt ein Auto kaufen möchte. Ja, man interessiert sich für ein bestimmtes Auto, hat es aber noch nicht gekauft, aber das ist so aktiv, ja. Und dann läuft man so durch die Straßen und auf einmal sieht man es halt überall. Ja, es fällt einem halt so sofort überall auf, das Auto. So, das ist eben diese selektive Wahrnehmung, die eben von unseren Zielen bestimmt wird. Also das finde ich alles so ganz interessant hier, so die Unterscheidung bewusst, unbewusst, was kann was. Und eine Sache noch ganz interessant, also ich habe jetzt noch fünf, sechs Punkte, die ich sehr interessant fand, die ich noch nennen möchte. Also das Unterbewusstsein lernt über Statistik. Heißt, wenn zwei Reize jetzt immer gemeinsam auftreten, ja, dann zieht das Unterbewusstsein da Schlussfolgerungen draus, die dann benutzt werden später, ja. Aber es kann mit Informationen eben nicht so viel anfangen. Deswegen kommen wir halt einfach auch mit irgendwelchen Gefahren nicht klar, die sich erst später negativ auswirken. Ja, wie zum Beispiel Rauchen. Ja, wir haben keine Rauchen nachweislich schlecht, aber unser Unterbewusstsein versteht es halt nicht. Ja, geht halt nicht rein. Während wenn jetzt
es eine Person in unserem Umfeld gibt, ja, die uns gegenüber aggressiv ist, zum Beispiel, dann lernt das Unterbewusstsein das sehr schnell. Ja, weil es halt dieser Reiz, die Person ist da und die Person ist aggressiv zu uns, die treten halt gemeinsam auf. Ja, und das kann das Unterbewusstsein dann eben benutzen. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum wir vor vielen Sachen einfach Angst haben, obwohl wir keine Angst davor haben sollten, weil wir halt in den Medien auch ziemlich viele, ja, einfach, ja, Sachen gehäuft mitbekommen, gehäuft sehen, die in der Realität halt gar nicht so oft vorkommen. Ja, irgendwelche Morde, irgendwelche Gewalttaten, auch in den Nachrichten halt irgendwie Krieg und Verbrechen und so weiter. Das versteht unser Unterbewusstsein halt nicht, dass das nicht so oft auftritt, ja, weil wir sehen es halt relativ häufig und daraus zieht das Unterbewusstsein halt so seine statistischen Schlüsse. Dann ist es noch ganz cool, das Unterbewusstsein, das kann Probleme lösen. Ja, da gibt es auch ganz coole Beispiele von irgendwie Mathematikern und dem Chemiker. Ja, die Benzol-Formel zum Beispiel, die hat der Kekulé, hieß der, glaube ich, der hat die auch im Schlaf irgendwie gelöst und morgens ist er dann aufgewacht und dann war sie halt da, ja. Also das Unterbewusstsein, das arbeitet im Schlaf weiter. Und das kann man nutzen, ja. Da gibt es so einen vierstufigen Prozess, wie man unterbewusst Probleme lösen kann. Da braucht man die erste Phase. Da muss man die ganzen Informationen alle ins Gehirn reinpacken. Ja? Also alles, was man braucht, man muss sich halt informieren, lesen, man muss sich mit dem Problem auseinandersetzen, um alle Informationen quasi ins Gehirn reinzukriegen. Und dann muss man das Gehirn in Ruhe lassen. Ja, und das klappt am besten im Schlaf. Da rödelt das Gehirn dann vor sich hin. Da wird dann an dem Problem gearbeitet. Und wenn die Lösung da ist, dann erscheint sie uns, ja, dann haben wir so eine Eingebung, dann wissen wir, oh ja, so ist es. Und dann die vierte Phase, da muss man das dann natürlich noch überprüfen. Ja, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Also das ist so eine Sache, die ich ganz interessant fand. Dann Thema freier Wille. Ja, gibt es einen freien Willen? Inwiefern haben wir einen freien Willen? Und da ist es halt so, klar, ich meine, alle Gedanken, alles, was wir sehen, wird vom Unterbewusstsein erzeugt, ja, automatisch. Das heißt, wir haben nicht den Willen, Dinge zu sehen und zu denken, die unser Unterbewusstsein für uns nicht vorgesehen hat, ja? Das können wir nicht. Aber wir können halt auswählen, ja, und das ist eben die Art von freiem Willen, die wir haben. Also wir können aus den Dingen, die uns vorgeschlagen werden, diejenigen auswählen, die wir weiterverfolgen wollen und die anderen verwerfen wir. So. Aber man kann natürlich nichts wollen und nichts denken, was das Unterbewusstsein einem nicht vorschlägt. Ja, und auf die Sachen, die es einem vorschlägt, da kann man natürlich auch drauf einwirken, indem man halt ja bestimmte Sachen konsumiert oder halt nicht konsumiert, also jetzt irgendwelche ja Medien oder so. Viertens, was ich noch interessant fand, das war das mit dem Rechnen, ja, also dass quasi diese Algorithmen, dieses mehrstufige, ja, das kann eben nur das Bewusstsein, ja, weil das Bewusstsein quasi das Werkstück in mehrere Maschinen so der Reihe nach reinstecken muss und dann die einzelnen Schritte, die werden dann vom Unterbewusstsein durchgeführt. Was noch interessant ist, ist, im Bewusstsein ist ja immer nur ein Platz. Ja, das Bewusstsein, das ist beschränkt. Wir können immer nur an eine Sache gleichzeitig denken. Und alle anderen Sachen, die danach noch irgendwie relevant wären, die kommen in so eine Warteschleife. Ja, und wenn der Platz im Bewusstsein halt nicht frei wird, dann werden die halt auch wieder so aus der Warteschleife rausgekickt. Das heißt, wenn man sich auf irgendwas fokussiert oder konzentriert, dann gibt es so ein Schutzschild um die Aufmerksamkeit, ja, dann können andere Sachen eben nicht an uns heran, nicht in unsere Aufmerksamkeit, ja, weil wir da fokussiert sind. Und deswegen kann man halt, wenn man wirklich konzentriert ist,
auch an Orten lernen, wo ja Hintergrundgeräusche sind und so weiter und eben irgendwelches Treiben von irgendwelchen Menschen. Also das geht schon, solange nichts dabei ist an Reizen, die unser Gehirn besonders wichtig findet. Ja, das war ja wieder dieser Cocktailparty-Effekt auch, wo wir da so ein Gespräch haben und auf einmal nennt jemand unseren Namen so weiter weg. Solche Reize, die können diesen Schutzschild eben durchbrechen. Aber so normale Störhintergrundgeräusche, die eben nicht. Und dann ein anderer Punkt, der ist jetzt ein bisschen, hat jetzt nicht so viel damit zu tun, aber den fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zwar geht es da um unser Selbstbild. Ja, und es gibt halt, also in unserem Gehirn gibt es verschiedene Netzwerke, die verschiedene Personen repräsentieren oder auch Orte. Ja, also es gibt zum Beispiel Neuronen bei uns im Gehirn, die nur feuern, wenn mein Gehirn gerade an, was weiß ich, Donald Trump denkt oder so. Ja, also es gibt für jede Person, die mir bekannt ist, gibt es in meinem Gehirn so ein Netzwerk. Und uns selber betrachtet oder behandelt das Gehirn wie eine andere Person. Ja, das heißt, alles, was wir über uns wissen, wissen wir nur durch Beobachtung unseres eigenen Verhaltens. Ja, das finde ich ganz interessant. Und deswegen können wir auch nicht wissen, also wir kennen uns selber niemals komplett, ja? Wir kennen nur das, was wir schon wirklich getan und erlebt haben, aber wir wissen nie, wie wir in einer Situation handeln würden oder ja, wie wir in einer Situation handeln oder denken würden, in der wir noch nie waren. Ja? Man hört ja immer Menschen sagen, ja, in der Situation, ich würde ja dies, das und jenes machen. Aber das ist alles größtenteils Quatsch. Also das stimmt halt nicht. Ja? Das kann man kann nicht wissen, wie man in den Schuhen einer anderen Person sich verhalten würde, wenn man noch nie in dieser Lage war. Kann man nicht wissen. Ja? Das ist halt auch so sehr, sehr interessant. Ja, das Buch ist nicht wirklich, also ich weiß gar nicht, das ist glaube ich von 2014 oder so, also nicht sehr bekannt, aber ich fand's extrem gut. Bei Amazon auch nicht so gut bewertet, da war direkt, habe ich gerade eben mal geschaut, da hat es eine Ein-Sterne-Bewertung von irgend so einem Typen, der das Buch gar nicht gelesen hat, der aber einfach mit diesem Bild nicht klarkommt, ja, so dass das Gehirn so die Seele macht und so, damit kam der Mensch nicht klar und hat da eben dann so ein mehr oder weniger Hasskommentar geschrieben. Ist halt wirklich ein kontroverses Thema, ja, was jetzt halt dieses Unterbewusste ist und ob die Welt jetzt, ob ja alles jetzt nur so materialistisch ist, dass wir keine Seele haben, wie auch immer. Aber das ist ja jetzt auch nicht das, was mich jetzt in dem Moment halt interessiert, ja, sondern ich finde halt einfach nur interessant, diese Mechanismen, die da halt alle am Werk sind. Und ja, damit würde ich es dann jetzt auch gern belassen. Ich habe wieder einen Link unter dem Video, wenn euch das Buch interessiert. Also es gibt es nicht als Taschenbuch, nur als Hardcover, kostet 25 € oder so, glaube ich. Ist nicht so einfach zu lesen, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant, wenn man sich für das Thema interessiert. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn ich einen Daumen hoch kriege und ein Kanal-Abo vielleicht noch. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.